Ja, Leute, ich bin's wieder, eure Shoyoku hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Randall's Monday. Ja, es ist wirklich lange, lange, lange her und ich hab's endlich geschafft, dass ich zwischendurch mal ein bisschen Verbindung hab, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch ein paar Tage so. Das schwankt nämlich noch für den Januar. Da kann ich leider nichts anderes sagen, als kann sein, dass es mal wieder kommt, dass keine Videos da sind. Im Februar wird das dann aber wirklich regelmäßig wiederkommen. Ich bin aber jetzt auch ein bisschen glücklich, dass ich es endlich wieder machen kann. Und ich muss zugeben, es ist schon so lange her, dass ich erstmal nicht wusste, wo wir stehen geblieben sind in Randall's Monday. Und dann habe ich in den schönen Speicherdaten auf eurem kleinen roten Bildschirm gesehen und wusste, ach ja, da war ja was, Apokalypse. Ist in Ordnung. Gut, verstanden. Wir sind jetzt hier gerade angekommen, haben anscheinend den Weltuntergang herbeigeführt und die einzigen Personen, die jetzt noch leben sollen, weil ich glaube aktuell sind noch ein paar Menschen auf dieser Erde, sind Matt und wir. Jetzt sitzen wir hier und chillen unser Leben und Matt scheint auch nicht mehr der Alte zu sein. Und dementsprechend gucken wir uns einfach mal gleich ein bisschen um und schauen mal, was wir hier so machen können. Ich sehe gerade, das ist neu, oder? Das hatten wir doch nicht, oder? Ich bin mir nicht sicher, ich kann mich nicht daran erinnern. Jo, Matt, ich ignoriere dich mal. Ich gehe erstmal in mein Zimmer rein. Ach ja, nee, stimmt. Das haben wir uns ja angesehen. Das Zimmer schon. Den Rest nicht. Das Badezimmer können wir uns ansehen. Sieht noch sehr solide hell aus. Also, ja, 10 von 10 würde ich wieder benutzen. Haben wir nie benutzt. Ich weiß nicht, wofür wir jemals dieses Badezimmer hatten. Da sind wir nie reingegangen. Und nicht zu vergessen, das sieht nach schwerstem Ende aus, der Story. Also auch nicht wundern. Ich glaube, es ist bald zu Ende mit diesem Tag. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht erleben wir ja noch den letzten Tag, der vielleicht ein Dienstag sein wird, was natürlich sehr cool wäre, wenn alles gut ausgeht. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, ich glaube, hier können wir auch nicht mehr so viel machen, ne? Ich glaube, hier interessiert uns das aber auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ja, tut mir leid, Mortimer. Dein Zimmer sieht jetzt vielleicht doch nicht mehr so spannend aus. Schauen wir doch hier erstmal aus dem Fenster. Ist irgendwas Spannendes? Siehst du tote Menschen? Ich seh's, aber ich glaub's nicht. Was für ein Chaos. Und dann können wir mit... Oh, natürlich den Becher erstmal mitnehmen, ne? Bevor man mit redet. So funktioniert das. Das ist Metz Kaffeetasse. Jetzt ist es unsere. Hey, er hat sie sogar wirklich mitgenommen. Ich bin stolz auf dich, Randall. Okay, Matt. Das ist Matt, mein bester Freund. Steht jedenfalls so auf dem Klappentext. Schon das auch die ganze Zeit? Also hat er das auch die ganze Zeit so gesagt, wenn wir uns ihn angesehen haben? Ich habe ihn halt schon lange nicht mehr lebend gesehen, ne? Das ist halt das Ding. Also, Kumpel. Wie ist es dir denn so ergangen? Mann, wie biegen wir das denn nur wieder hin? Was machen wir jetzt? Also wie läuft denn so mit Sally? Ich glaube, ich gehe mal die Menschheit retten. Ich glaube, das wird nicht mehr klappen, Randall. Wie ist es dir denn so ergangen? Tja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Randall. Die Tage vergehen und alles scheint eigentlich ganz normal. Obwohl ich nicht gut geschlafen habe in letzter Zeit. Wie kommt's? Ich habe immer diese Albträume. Albträume, in denen ich jedes Mal draufgehe. Und das immer auf ganz bestialische Weise. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Anfangs war es ja doch ganz lustig, aber jetzt habe ich richtig Horror davor, einzuschlafen. Deswegen habe ich meinen Kaffeebecher mitgebracht. Hast du Kaffee da? Ich habe selbstgemachten Kakaoersatz. Den hat Mortimer erfunden. Der leuchtet im Dunkeln, aber der macht einen auch nicht wacher, glaube ich. Verdammt, ich brauche Kaffee, Randall! Tu was! Steht da Starbucks auf meinem Shirt? Das habe ich vor ein paar Episoden schon mal für einen anderen Typen gemacht. Hab nicht schon wieder Lust dazu. Mann, du verstehst das nicht. Ich will nicht noch mehr erleben, wie mir die Wondermatic-Zahnbürste langsam die Augen ausschabt. Tja, tut mir leid, Matt. Will mal schauen, was ich machen kann, aber wie gesagt, Kaffee habe ich keinen da. Es ist interessant, dass er aber trotzdem sieht, dass er immer stirbt. Dann bin ich sehr überrascht, dass er so ist, wie er jetzt ist. Ich glaube, ich wäre weiter traumatisiert. Jedenfalls würde ich nicht so chilly sein und einfach nur einen Kaffee verlangen. Mann, wie biegen wir das nur wieder hin? Was hinbiegen? Die Fernsehantenne? Was stimmt denn mit dem Fernseher nicht? Tja, der geht nicht. Alter, wir haben im Moment echt andere Sorgen. Jetzt sei doch nicht so eine Drama-Queen, Randall. Ist doch kein Weltuntergang. Tja, doch. Scheiße, stimmt ja. Matt ist, glaube ich, nicht unbedingt auf unserer Seite. Und wir haben Pech, weil ich glaube,
Matt wird uns hier nicht weiterhelfen. Was machen wir jetzt? Zum Mittagessen? Weiß nicht. Bock auf Tacos? Matt, konzentrier dich jetzt mal für einen Moment, okay? Ich glaube, das ständige Sterben hat dein Gehirn aufgeweicht. Glaubst du? Also, wie läuft's denn so mit Sally? Tja, die ist ganz von der Hochzeit besessen. Aber bei mir ist alles okay. Es sei denn, die ganzen Albträume haben was mit der Heirat zu tun. In dem Fall geht's mir nicht so gut, wie ich dachte. Weißt du denn, was sie im Moment so treibt? Ich glaube, sie wollte heute ein Hochzeitskleid aussuchen. Heute? Oder es ging um die Kleider für ihre Brautjungfern? Matt, bist du sicher, dass sie das heute machen wollte? Mitten in der Apokalypse? Komm schon, Randall. Die Apokalypse ist nichts gegen Brautzilla. Weiß ich nicht, Mann. Geht ein Haufen Scheiße ab da draußen. Wusstest du, dass sie so einen Aktenordner mit tausenden von Seiten hat, den ich jeden Tag anschauen muss? Mir ist doch die Farbe von den Tischdecken oder den Servietten ganz egal. Ich will nur meine ganz besondere Hochzeitstorte. Und weißt du was? Die werde ich auch kriegen. Halt dich fest, Randall. Ich krieg nämlich eine Jabba the Hutt-Torte in Originalgröße. Glaubst du das? Wir fressen den verdammten Jabba. Weißt du, das klingt nicht gerade appetitlich. Du hast recht. Wo hatte ich bloß meinen Kopf? Es klingt nicht appetitlich. Aber ich glaube, für den Bäcker ist es gar nicht so schwer zu machen, ne? Also es müsste eigentlich nur wie so ein eingelaufener Soufflé aussehen. Ja, so sieht für mich Jabba the Hutt aus. Mein Gott, wach auf, Matt. Das ist der Weltuntergang. Tod sagte gerade, dass wir die einzigen Überlebenden sein werden. Ich glaube kaum, dass Sally heute irgendwelche Hochzeitskleider anprobieren kann. Tod sagte gerade, dass wir die einzigen Überlebenden sein werden. Den Scheiß hast du ihm abgekauft? Weiß nicht, Mann. Aber wenn so ein scheiß Skelett mit einer scheiß Sense zu mir kommt und mir was vom Ende der Welt erzählt, bin ich geneigt, ihm zu glauben. Okay, der Typ war auch überzeugt. Gebe ich zu. Aber trotzdem. Was? Ich glaub nicht an den Tod. Was? Ich meine, ich bin doch nicht blöd. Ich weiß, dass wir alle früher oder später ins Gras beißen, aber mir fällt schwer zu glauben, dass ein sprechender Schädel ankommt und meine Seele mitnimmt, wenn's soweit ist. Alter, ist mir scheißegal, was du glaubst. Wir haben Tod gerade persönlich getroffen und er hat gesagt, dass wir die letzten Menschen auf Erden sind. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, klar. Aber sagte er, die letzten Menschen? Oder sagte er, die letzten Männer? Macht das einen Unterschied? Tja, für mich nicht. Ich bin ja schon vergeben. Aber wie sieht's mit dir aus? Ist doch eine schöne Gelegenheit, den Fortbestand der Menschheit mit ein paar gut aussehenden Unbekannten zu sichern. Lass dich einfach gehen, Kumpel. Matt ist ziemlich locker bei der Sache. Weiß ich nicht, ob ich das so toll finde oder ob ich das halt nicht so toll finde. Oh mein Gott, wach auf, Matt. Das ist der verfickte Weltuntergang. Randall, entspann dich. Mach einfach den Shoppingsender an, ja? Ich bin sicher, das mit der Apokalypse wird schon nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Das ist das Ende der Welt. Das können wir nicht so einfach ignorieren wie die Resident Evil Filme. Das ist eine ganz andere Nummer. Glaub mir, Randall, die Leute reagieren bei so Sachen einfach über. In ein paar Stunden ist alles wieder ganz normal, da bin ich sicher. Ja klar, sicher. Scheiß! Hör zu, Kumpel, du solltest nicht alles glauben, was ein sprechendes Skelett erzählt. Die sind aus Prinzip nicht vertrauenswürdig. Du wirst schon sehen, bald ist alles vorbei. Mann... Mir fällt schwer zu glauben, dass du das ernst meinst. Na klar meine ich das ernst. Ich lass mich nicht schon wieder mit dem ganzen Weltuntergangsscheiß drankriegen. Denn wenn ich mich recht erinnere, dann war schon 1996 die Zerstörung durch 16 Millionen Raumschiffe angesagt. Dann der ganze Scheiß mit dem Y2K-Virus. Weißt du, ich warte immer noch auf den Aufstand der Maschinen. Und dann ging's mit den Inkas los und ihren Kalendern. Irgendein Mist über Meteoriten, Photonengürtel, Sonnenstürme. Also, wenn du mich fragst, scheiß auf die Apokalypse. Ich bin sicher, es läuft auf ein paar eingestürzte Gebäude und eine Handvoll Zombies raus. Ich glaube kaum, dass Sally heute irgendwelche Hochzeitskleider anprobieren kann. Wieso? Hat sie etwa zugenommen? Woher zur Hölle soll ich wissen, ob sie zugenommen hat? Guck doch mal aus dem Fenster, die Welt geht unter! Weißt du eigentlich, was so ein scheiß Hochzeitskleid kostet? Das ist ein Vermögen! Und ich sag dir... Wenn du einer Frau sagst, sie kann sich ihr Hochzeitskleid nicht aussuchen, dann kann dich nicht mal die Apokalypse vor ihrem heiligen Zorn retten. Das glaube ich ja gerne. Aber vergiss mal nicht, dass... Hör zu, Randall. Sally geht's gut, ganz sicher. Wie kann man so gechillt sein? Und wie kann man überhaupt auch nicht an den Tod glauben, wenn man vom Tod geträumt hat jeden Tag? Ja, nicht vom Sensemann speziell, aber du hast dich trotzdem umgebracht. Ich glaube, ich gehe dann mal die Menschheit retten. Okay, Mann. Bring auf dem Rückweg Kaffee und Tacos mit. Ja, sicher.
Tja, Randall. Matt, dein bester Freund seit Jahren. Ist in Ordnung? Achso, wir haben hier Zeitung. Ich habe die Zeitung gar nicht gesehen. Ups. Mitnehmen. Mitnehmen. Oder warte, warte, nicht mitnehmen. Mitnehmen. Ansehen, ansehen, ansehen. Okay, das darf ich nicht. Herzlich willkommen zum Ende der Welt. Der Letzte macht das Licht aus. Haha, hahaha. Welcome to the end of the world. Please close the door behind you. You met me at a very strange time in my life. Dass sie dazu aber noch einen Zeitungsartikel bringen können, was natürlich auch am gleichen Tag nochmal rauskommt, finde ich sehr sportlich von der Zeitung. Sehr, sehr sportlich, ja. Gut, ich glaube, hier können wir nicht mehr wirklich irgendwas machen. Vielleicht können wir nochmal in dieser Schublade kramen und was mitnehmen. Es hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Jedenfalls im Moment nicht. War ja ein Versuch wert. Gut, dann gehen wir halt raus. Der Tod hat zwar gesagt, wir sollen hier bleiben, aber wir hören doch nicht auf ihn. Ha! Wow! Und es ist hell. Und es scheint alles gut zu sein bis jetzt. Also bis auf das Blut. Aber das Blut war schon von Anfang an da. Können wir eigentlich an der Nachbarstür klopfen? Ich glaube nicht, ne? Ich gehe Leuten nicht gerne auf die Nerven, okay? Ich habe im Moment keinen Bock. Okay, ist in Ordnung. Gut, dann gehen wir mal hoch, ne? Und dann sagt sie, sie bräuchte jemanden, der reifer ist. Also echt, ich bin eine Million Jahre alt oder so. Was zum Teufel? Ich hab dir doch gesagt, du sollst in der Wohnung bleiben. Oh shit, stimmt ja. Bringst du mich jetzt um? Tja, sollten wir eigentlich. Ist das der Taschendieb? Ja. Na, mein Junge, glaubst du, du kannst einfach so rumlaufen und dir Sachen nehmen, die dir nicht gehören? Bringen wir ihm etwas Respekt vor dem Eigentum anderer bei, ja? Komm schon, Hungersnot, du bist dran. Ach, komm schon. Du musst ihm doch nur die Hand abhacken. Ist doch nichts dabei. Ja, klar, ist jetzt Mittagspause. Aber ist doch egal. Das dauert nur eine Sekunde und der Junge hat den Rest seines Lebens dir zu danken. Mittagessen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, also ich zisch mal los und besorg ein paar Tacos und eine Limo. Moment mal, junger Mann. Du gehst nirgends hin, bis wir nicht entschieden haben, was wir mit dir machen. Und wenn ich einen Attest habe, dass ich akut an Kleptomanie leide? Was zur Hölle soll denn das heißen? Es ist uns egal, was dein Psychiater sagt, du Trottel. Nein, Hungersnot, ich hab deinen Unterkiefer nirgends gesehen. Und du bist auch nicht der Einzige, der hier Hunger hat. Wir könnten alle einen Happen vertragen. Was? Seit wann muss ich mich ums Mittagessen kümmern? Tja, das ist ja nett, dass du den Müll runtergebracht hast. Aber das macht mich lange noch nicht zur Mittagsfee. Brüder, streitet nicht. Die Lösung des Problems steht direkt vor euch und mit einem besonders blöden Gesichtsausdruck. Ich? Ja? Warum nicht? Ich hab Hunger. Mir gefällt das irgendwie alles nicht. Ja, warum denn nicht? Tja, weil ihr Hunger habt und mich wohl auffressen wollt. Da hast du natürlich recht. Was? Nein, es muss da noch eine andere Lösung geben. Hör zu, Junge, ist schon klar. Du willst nicht gefressen werden, aber schlimmer als die Zerstörung allen Lebens auf der Erde ist die Zerstörung allen Lebens auf der Erde, während Hungersnot die ganze Zeit am Jammern ist, was für ein Kohldampf er hat. Nimm's nicht persönlich. Da hast du recht. Er ist ein verdammter Taschendieb. Also ist das persönlich? Ihr könnt mich nicht fressen. Die Typen von der Steuerbehörde wollen mich richten. Stimmt's, Mr. Tod? Oh, Mr. Stimmt. Obwohl, wenn wir dich jetzt fressen, haben sie nachher weniger Papierkram. Hey, warte mal. Glaubst du nicht, der Boss wird dann sauer? Vermutlich. Aber die wird auch sauer, wenn sie uns sieht, während wir uns hier einen faulen Lenz machen. Aber irgendwas müssen wir doch essen. Das ist ein Grundbedürfnis. Wir sind auch nur Menschen. Nein, sind wir nicht. Oh, stimmt, ja. Kann mal jemand Hungersnot seinen Unterkiefer geben? Das Genuschel macht mich fertig. Sei doch kein Spielverderber. Ich find's rasend komisch. Tut mir leid, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, ihr habt euren Boss vorhin mal erwähnt. Ja,
Und? Kann ich die mal sprechen? Ich glaube nämlich, dass das alles nur ein Missverständnis ist und ich... Oh, glaub mir. Mit der willst du nicht reden. Verstehe. Aber ich muss darauf bestehen. Ist mir egal, ob euer Boss eine irre, perverse Höllenschlampe ist. Wir haben eine Menge zu besprechen. Ehrlich, mir wäre es egal, wenn sich euer Boss als eine Art monströses, widerliches Schlammwesen herausstellt, das wie Marconi stinkt. Oh, Scheiße. Sie steht direkt hinter mir, stimmt's? Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Wenn das mal nicht Randall Hicks ist. Der beste aller denkbaren Freunde. Der Ringdieb, der Raumzeitgefangene, der gefürchtetste Insasse aller Gefängnisse. Und natürlich mein Ex-Verlobter. Wie geht's denn so? Hey, sieh dir das an! Die kennen sich! Sally? Ist das so eine Art M. Night Shyamalan-Plot-Twist? Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass ich gewonnen habe. Der Ring ist mein. Hey, Boss, wir machen nur eine kleine Pause hier. Du warst auch hinter dem Ring her? Bist du eigentlich völlig verblödet oder was? Natürlich wollte ich den Ring. Ich bin die Braut. Okay, das ergibt Sinn. Ich fange nochmal anders an. Wie laufen denn die Hochzeitsvorbereitungen? Tja, im Moment bin ich etwas sauer, um ehrlich zu sein. Man hat mir versprochen, dass diese Jungs hier das Beste wären, das man auftreiben kann. Aber jetzt stehen die da nur rum. Wenn man eine ordentliche Apokalypse haben will, muss man die wohl selbst besorgen, wie es aussieht. Wir machen hier nur Mittagspause, Boss. Wir sind gleich wieder voll dabei. Das solltet ihr auch. Sally, ich pack das alles nicht. Ich muss wissen, was los ist. Ist das nicht offensichtlich? Das ist das Ende der Welt. Du hast mit deinen ständigen Raum-Zeit-Veränderungen alles in Gang gesetzt und ich bin die Königin in dem ganzen Schlamassel. Wenn ich schon keine Hochzeit kriegen kann, will ich wenigstens eine schöne Apokalypse haben. Aber wer sagt denn, dass du keine Hochzeit haben kannst? Matt sitzt in diesem Moment auf meinem Sofa und stirbt vor Vorfreude, dich zu sehen. Stirbt vor Vorfreude? Ja, wirklich witzig, Randall. Was ist es denn diesmal? Hat er sich mit einem Pizzaroller den Kopf abgetrennt? Nein, nein, ganz und gar nicht. Er lebt und er vermisst dich fürchterlich. Das stimmt, Boss. Wir haben uns bereits um die Griffin-Sache gekümmert. Gute Arbeit, aber leider zu spät. Ich will mich nun nicht mehr binden, das war mal. Ich bin jung und mächtig. Ich will mein Leben genießen. Wisst ihr eigentlich, wie langweilig das ist, jahrelang immer wieder die gleiche Leiche in der Küche vorzufinden? Tja, eine Ehe ist so ähnlich. Aber ich werde jetzt den Ring für etwas anderes benutzen. Verstehe, aber du weißt schon, dass der verflucht ist, oder? Wieder falsch, Randall. Man muss nur lernen, mit seiner Macht umzugehen. Sieht aber nicht gerade so aus, als wärst du dabei besonders erfolgreich. Was? Ich bin sicher, eine Party wie die hier hast du noch nie erlebt. Stimmt schon, aber ich kenne dich, Sally. Und du hast ja noch nie was aus dieser ganzen Apokalypse-Scheiße gemacht. Du bist verletzt und ehrlich gesagt weiß ich nicht mal warum. Ich? Verletzt? Wie kommst du auf die Idee? Tja, weiß nicht. Die ganze Lava, der ständige Schwefelgestank sprechende Skelette. Aber vor allem spüre ich bei dir so eine gewisse Anspannung. Gut beobachtet. Aber du verstehst nicht richtig. Wie meinst du das? Lass es einfach. Wenn du nicht mal verstehst, was los ist, lass es einfach. Eben, Junge. Lass es lieber. Ein Scheiß für dich. Was habe ich da verpasst? Verdammt, Randall. Wie kann man nur so blöd sein? Ich hab dich gewarnt. Was hast du erwartet? Du dachtest, all das würde sich auf irgendeine Art und Weise in Wohlgefallen auflösen? Einfach den Ring zurückbekommen und so tun, als sei nichts passiert? Du hast meinen Hochzeitstag versaut. Du hast den wichtigsten Tag meines ganzen verdammten Scheißlebens auf dem Gewissen. Was hast du denn erwartet, du selbstsüchtiges Arschloch? Sieh mal, es tut mir ehrlich leid, aber glaubst du nicht, dass die Apokalypse ein bisschen zu weit geht? Das tue ich mit Sicherheit nicht. Die Braut lässt sich nicht ficken. Sie steht genau vor dir. Sally, der Ring ist wirklich böse. Nimm den lieber ab. Böse? Und was glaubst du, bin ich? Der Ring hat dich verändert. Mag sein, aber ganz offensichtlich zum Besseren. Überhaupt nicht.
Die Sally, die ich kannte, würde die Scheiße aus dir rausprügeln. Oh, da hab ich aber Angst. Grüß sie von mir, wenn du sie siehst. Und grüß auch den blöden Penner, der Matt den Ring gegeben hat. Dank euch beiden gehört die Welt jetzt mir. Ha, ha, ha. Moment mal. Wie kannst du das wissen? Ach, komm schon, ich weiß alles. Ich hatte schon ein Auge auf den Ring geworfen, seit Matt ihn von diesem stinkenden Penner bekommen hatte. Matts Geldbeutel konnte vor mir nie irgendwelche Geheimnisse verbergen. Ich habe den jeden Abend durchsucht, seit wir zusammen waren, um sicherzugehen, dass er nicht das gesamte Geld für Schnaps- und Abwasch-Tattoos rauswirft. Das kann ich nicht gutheißen, aber erzähl weiter. Die Sache ist die. Eines Tages fand ich den Ring und ich habe mich verliebt. Vom ersten Augenblick an wollte ich ihn haben. Aber dann kamst du und hast deinem besten Freund den Geldbeutel geklaut, hast seine Hochzeit ruiniert und ihn über 2000 Mal in den Selbstmord getrieben. Du kennst die Geschichte ja. Aber am allerwichtigsten ist, dass trotz allem jetzt ich den Ring besitze. Ist das nicht toll? Oh ja, klar, toll. Einfach super. Sieh dich um. Es wird sogar immer besser. Aber sicher. Meine hingebungsvollen Untergebenen werden schon dafür sorgen. Wir? Aber das verstehe ich nicht. Warum lassen die sich von dir kontrollieren? Hat sie uns gerade Untergebene genannt? Verstehst du denn nicht? Sie fürchten mich. Sie wissen, dass man mich lieber nicht erzürnt oder sie verlieren ihre Köpfe. Ach komm schon, du warst ein guter Mensch. Du hast sogar Kleider gespendet und so. Du Narr. Ich bin nicht die Sally, die du kanntest. Oh, jetzt verstehe ich. Du hast deine Tage, stimmt's? Okay, entspann dich und ich hol dir ein Eis. Was für eine Sorte darf's denn sein? Was hast du gerade gesagt? Antworte nicht. Das ist eine Falle. Tja, also du hast ja wohl deine... Naja, die Kommunisten marschieren ein, die Ampeln stehen auf Rot, die Maler sind im Keller. Ölwechsel, du weißt schon. Bitte was? Oh Mann. Oh oh. Wie gefällt dir mein neuer Look, Randall? Oh oh. Ich habe mich schon gewundert, warum diese Quint so lange ist und ich dachte so, okay, ich lass es einfach auf mich drauf ankommen. Ich darf aber endlich wieder reden. Das ist ganz angenehm und ganz schön. Aber trotzdem, bitte was? Sally? Du bist das allerbeste. Entschuldigung, es ist spät. Ich muss dich gerade noch einbekommen. Du bist das allerletzte hässliche Scheißviech, das ich je gesehen habe. Weiß nicht, ist nicht so richtig mein Ding. Du siehst stark aus, Süße. Okay, ich möchte sie eigentlich nicht gerne aufbrausen, aber vielleicht wird sie dann noch größer. Ich weiß es ja nicht. Das ist neutral und das untere könnte sie besänftigen, aber ich weiß nicht. Ich versuche sie mal trotzdem zu provozieren. Du bist das allerletzte hässliche Scheißvieh, das ich je gesehen habe. Tja, zu Elaine hast du Schlimmeres gesagt. Ja, aber Elaine respektiere ich. Du bist einfach widerwärtig. Egal, mein lieber Randall. Ich hatte ja nie angenommen, dass du mir in jener Nacht freiwillig den Ring aushändigen würdest, aber du hast es getan und er ist jetzt mein. Jetzt habe ich gelernt, seine Macht zu nutzen und bin, was man so landläufig als der Teufel bezeichnet, geworden. Die Apokalypse hat begonnen und ich könnte glücklicher nicht sein. Willst du mir das etwa in die Schuhe schieben? Mann, ich räume hier hinterher nicht auf. Du dumme, nutzlose Kröte. Du und ausschließlich du bist für diese Katastrophe verantwortlich. Du wirst den Rest deines Lebens mit dieser Schuld leben müssen. Nee, stopp. Der Ring ist an sich so oder so verflucht. Ja klar, es hätte jetzt einen anderen Lauf genommen, Matt hätte sich jetzt nicht durchgehend umgebracht. Aber der Ring wäre ja so oder so zu Sally gekommen. Der verflucht ist, hätte es auch sein können, dass sie über längere Zeit diesen Fluch getragen hat und, jetzt so ist, wie sie jetzt ist, ne? Nicht wirklich. Ich habe einen Fernseher, einen DVD-Player und alle 6 Staffeln von den Sopranos bei mir zu Hause. Sally, ich bin's. Ich bin's schuld? Sally, ich bin's schuld? Mann, du hast wohl zu viel von dem Schwefel eingeatmet. Sally, wir wissen beide, dass ich ein furchtbarer Mensch bin, aber wenigstens bin ich keine Attention-Whore. Ist okay, ich glaube, ich muss es nicht mehr übersetzen, ihr wisst, was das ist.
glaube, wir haben sie sowieso versucht aufzubrauchen. Sally, wir wissen beide, dass ich ein furchtbarer Mensch bin, aber wenigstens bin ich keine Attention-Whore. Es ist das verdammte Ende der Welt und du machst immer noch auf Klugscheiße. Tja, Game over. Schachmatt, du bist am Arsch. Hey, das hier ist noch nicht vorbei. Der Abspann läuft noch nicht mal. Da kann noch einiges passieren. Brave Junge, gibt einfach nie die Hoffnung auf. Und ihr Lappen, die Pause ist zu Ende. Ich will, dass vor fünf dieser Planet zerstört ist. Los, an die Arbeit! Zerstört! Ah, hoffe, du stürzt den Vulkan, du hässliche Hexe. Also, das ist also euer Boss, ja? Ich sehe, das Betriebsklima ist nicht so besonders. Sie ist ein Tyrann! Will die ganze Welt in weniger als einem Tag zerstören! Das ist doch Wahnsinn! Wir haben auch Rechte, weißt du? Ja, und das Wichtigste davon ist das Recht auf eine ordentliche Mittagspause. Amen, Bruder. Dürfen wir überhaupt Amen sagen? Ja, dürft ihr. Ich denke mal schon. Ist nicht so schlimm. Ihr meint es eh nicht ernst. Wisst ihr, wie man das nennt? Wie man das nennt, Jungs? Das ist Ausbeutung am Arbeitsplatz. Ich würde mir das ja nicht gefallen lassen. Sally, nutzt euch doch bloß aus. Ich versuche es jetzt gerade ein bisschen, ne? Nett auszudrücken, meine Art. Ist alles in Ordnung. Wir hetzen sie jetzt gegeneinander auf. Ich glaube, das wird ein kleiner Spaß für uns. Wisst ihr, wie man das nennt, Jungs? Das ist Ausbeutung am Arbeitsplatz. Na, dazu auch Amen. Ja, irgendjemand musste das auch mal sagen. Das ging vielleicht ein bisschen zu weit, Hungersnot. Ihr solltet nicht unter so großem Zeitdruck arbeiten müssen. Tja, ist alles deine Schuld, Kumpel. Tja, das behauptet sie jedenfalls. Aber ich bin hier das wahre Opfer. Schweig stille, Sterblicher. Wir haben schon genug Probleme, wie du siehst. Erheische nicht auch noch unser Mitleid. Wir sind die vier apokalyptischen Reiter. Ja. Obwohl Krieg bei Cinema Paradiso immer noch jedes Mal heult. Ach, halt's Maul. Die Kussszene am Ende ist sehr gefühlvoll. Jungs, das reicht jetzt. Seht mal, ich hab das alles nicht verursacht. Ich bin auch nur ein Opfer. Und offensichtlich kann mir niemand helfen. Woher weißt du das? Hast du mal jemand um Hilfe gebeten? Stimmt, das hilft normalerweise. Das könnte ich mal versuchen. Tja, und? Warte mal. Ihr redet von euch selbst? Okay, okay, das war mir nicht klar. Reiter? Ich brauche eure Hilfe. Ich versuche schon lange, alles, was dieser Ring verursacht hat, wieder gerade zu biegen. Und alles war umsonst. Ihr seid meine letzte Rettung. Wie sieht's aus? Tut uns leid. Wir haben gerade Mittagspause. Ah, fuck. Kommt schon, Jungs. Uns gefällt doch die Situation auch nicht besonders. Warum helfen wir nicht ein bisschen aus? Wovon zur Hölle redest du da? Ja, wovon redest du? Willst du etwa vorschlagen, dass wir es einsetzen sollen? Was habt ihr mit mir vor? Wir fressen dich auf, wenn du nicht die Klappe hältst. Aber ihr wollt es einsetzen? Ja, natürlich nicht für umsonst. Er muss etwas für uns tun. Zum Beispiel was zu essen besorgen. Bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Hallo? Kann mir mal jemand sagen, um was es hier eigentlich geht? Oh, ich erklär's dir. Weißt du, wir kennen da ein uraltes, mystisches Geheimnis, das alles in einem Augenblick wieder ins Lot bringen könnte. Und alles wäre dann wieder normal? Keine Flüche, keine Selbstmorde, kein Ende der Welt? Das ist korrekt, ja. Na dann, worauf warten wir? Wollt ihr lieber Orangensaft oder Ananas? Rührei oder Spiegelei? Nicht so schnell. Was denn? Habt ihr eine Glutenunverträglichkeit oder was? Sagen wir mal, unsere Geschmacksknospen sind etwas eigentümlich. Wir essen nur leicht angebratenes Menschenfleisch. Je frischer, desto besser. Dann ist es zarter, weißt du? Das heißt, wir essen nicht irgendeine dahergelaufene, verfaulte Leiche oder so.
Wir brauchen Frischfleisch. Irgendwas, was noch atmet. Heißt das, ihr wollt mich essen? Tja, wenn's dir nichts ausmacht. Uns soll es recht sein. Das Mittagessen ist gerettet! Brühe, wartet mal. Bevor wir uns jetzt schon die besten Stücke sichern, sollten wir uns fragen, wie wir ihm denn helfen wollen, wenn wir ihn aufgefressen haben. Guter Punkt. Ich nehme die Hüfte. Mir fällt sicher was ein, das zu aller Zufriedenheit ausfällt, besonders eurer. Ich muss nur ein paar Strippen ziehen und ich bin sofort mit eurem Mittagessen wieder da, okay? Du solltest nicht versuchen, uns auszutricksen. Ich weiß, wo du wohnst. Und verschwende keine Zeit mit Fremden, ja? Du meinst so Fremde wie ihr? Och, Himmel nochmal, uns kennst du doch. Wir waren in Tausenden von Filmen. Naja, gar nicht mal in so vielen. Oh, echt? Aber ich dachte... Tut mir leid. Ja, ich sollte vielleicht... Du solltest vielleicht los und unser Mittagessen besorgen. Ja, stimmt. Ich hole euch mal was zu essen. Ich bin gerade sehr froh, dass diese Sequenz zu Ende ist. Es wird auf jeden Fall mit Überlänge sein. Ich teile es nicht auf, weil über die ganzen Tage ja auch immer was gefehlt hat. Von daher genießt diese 30 Minuten, die wir haben. Ich schaue die 4 Apokalypsenreiter mir später an. Oh, Pestilenz. Bei dem war ich mir nicht sicher, was er ist, deswegen. In Ordnung. Ich glaube, es läuft im Endeffekt irgendwann darauf hinaus, dass wir... Matt opfern werden. Das tut mir jetzt schrecklich leid, aber manchmal muss man Opfer bringen. Und Matt ist schon oft gestorben. Ich meine, hey, ihn einmal ganz kurz noch zu opfern und vielleicht, wenn alles ins Lot gebracht wird, lebt er ja wieder und dann ist alles in Ordnung. Ich weiß immer noch nicht, was es ist, aber wir werden es schaffen, irgendein Mittagessen für die 4 netten Herren, die uns eigentlich vor ein paar Minuten noch auffressen wollten, aufzutreiben. In Ordnung. Dann beende ich die Folge diesmal wirklich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Zwischensequenz so lange dauert. Und ich war auch erstmal schockiert, als ich hochgegangen bin und ich den Tod wieder gesehen habe, weil ich mir dann dachte, vielleicht hätten wir doch erstmal nach unten gehen sollen. Aber ist in Ordnung. So hat sich das ja auch erstmal alles ausgezahlt. Großer Plot-Twist in der Geschichte. Und wie es weitergeht, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und ansonsten verabschiede ich mich und sage dann auf Wiedersehen.